Fragen vom Herr Medikus und der zeigt mir gerade ein Buch. Ja, bitte. Ja? Ja. So. Da ist also vorne ein Kuchen drin, den meine Schwester gebacken hat. Ja. Und dann kam... Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll. Das müsste ich mal ein bisschen so... Also das ist jetzt direkt in einem Buch von der Volksbank drin. Volksbank. Jetzt müssen wir mal gucken, was die aufgenommen haben hier. Ach, das ist ja genial. Ja. Das ist ja super. Ah, das haben die toll gemacht, so ein Panorama-Aufnahmen. Ja. Das ist ja toll. Wir waren mit dem Mordsapparat da und haben den Lader von hier bis drüber aufgenommen. Da. Und die Bilder noch dazu. Und dann noch... Ja. Weil wir ja seit 1800 hier den Laden. Seit 1800 hat Ihre Familie hier den Laden. Und Sie, also die Familie ist aus Gernsheim oder ist die? Nein, Gernsheimer, ja. Reine Gernsheimer. Und ich bin der sechste Nachfolger. Ja. Und die Namen waren immer dieselben. Immer dieselbe, klasse. Ja. Toll. Der erste Besitzer hat Philipp Medikus geheißen. Ja. Und der sechste Nachfolger heißt auch Philipp Medikus. Also klasse. Ich heiße zwar Ludwig, gell? Ja. Ludwig. Ja. Ludwig ist mein Rufname. Ja. Und alle haben Philipp geheißen. Ja. Das ist eine einmalige Sache. Ja. Die in ganz Hessen einmalig ist. Stark, super. Ja, die waren ja begeistert von dieser Sache. Ich muss auch noch dazu sagen, dass Sie ja lange Jahre der Feuerwehrhauptmann waren. 34 Jahre, ja. Stark. So, ja. Jetzt. Ist Ihnen das noch in Erinnerung, ja? Ja, also ich bin zwar Biebesheimer, aber das ist ja selbst noch Biebesheim, ja, ist das vorgedrungen. Ich habe also mit dem Biebesheimer, mit Ernst König, immer ein sehr gutes Verhältnis. Ja, sehen Sie. Also ist doch übergreifend, nichts Eule gegen Hanje. Heute noch, gell, was ich also mal komme und suchen wollen, sagen guten Tag. Ja. Und da sprechen wir noch ein bisschen und babbeln noch ein bisschen. Ne, stark. Also super. Aha. So, jetzt mache ich gerade mal einen Schwenk hier. Soll ich mal die Lichter anmachen? Das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Das kann ich nicht auch machen, da muss ein neues Bild rein, Sagen Sie, Ihre Schwester ist kamerascheu, weil die... Die arbeitet zur Zeit, die macht noch 40 Euro. Ach so. Ja. Ah ja, klar, da kriegt man jetzt das gleich. Ich werde mal, glaube ich, mal Weitwinkel drauf machen. Damit ich das. Das ist ja auch noch eine historische Ware, die gibt es wahrscheinlich auch schon länger. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Kann man Sie mit aufnehmen oder wollen Sie, dass Sie kämen dann ins Internet? Nein, muss nicht. Wollen Sie nicht, gut dann. Sie wissen ja. Ich hab das doch, kriegt doch mal Katzenbesuch. Ja. Und die Katze, die wollen, ja. Und bei dem schwarzen Pfeffer, da ist sie schon zweimal weggeblieben. Ja. Ja. Wann kriegen Sie wieder Schwarz? Bis Ende der Woche. Ja, komm ich wieder vorbei. So, danke schön. Danke auch. Ja, manchmal wird da was alt, ne? Ja, das kommt halt schon bei Ihnen ja selten, aber es kommt immer vor. Passiert halt mal, ne? Ja. Also tschüss. Gut, ja, danke schön. Und danke auch. Ja, wissen Sie, wir haben ja drei Abteilungen, ne? Ja. Wir haben noch ein bisschen Lebensmittel, ältere Leute. Ja. Dann haben wir Spielwaren und dann was andere nicht haben, das haben wir auch, das sind die Waffen, ne? Ja, weil die Perspektive... So. Soll ich mal da verschwinden, ja? Nee, Sie sind die Hauptperson, um Himmels Willen, Sie sind die Hauptperson. Und es ist toll, wenn man das dann auch so erzählt kriegt, gell? Also so aus Original, ja. Aus erster Hand. Ja, bis.
Nee, aber was die Bank da gemacht hat, das ist allererste Sahne, das sind Aufnahmen, das ja. ist. Wo kann man das kaufen, das Buch? In der Volksbank. Das ist jetzt aktuell in der Gernsheimer Volksbank. Oh, ich glaube, du musst mal hin da. Das ja. Toll. Ich hoffe, dass sie noch ein paar Bücher haben. Nicht? Ich glaube, das Buch, das werde ich zusehen, dass ich mir das mal besorge da. Ja, tun Sie nicht mal die Volksbank ansprechen. Ja. Die haben bestimmt noch Bücher. Ja. Das war schon einige Woche jetzt her. Also man muss jetzt quasi Gernsheim zur Volksbank gehen und gucken, dass man ja. hier so ein tolles Buch bekommt. Also quasi Gernsheim, Volksbank und nach dem Buch fragen. Der kleine Junge will gucken. Kann ich das abservieren? Ja, ja. Hat doch 50 Cent. Ich mach aufschneiden, bitte. Ich komme noch Chips hoch. Zurück hier. Dankeschön. So, noch aufschneiden. Soll ich das noch aufschneiden, ja? Ja. So, hier. Danke. Ist so. Ich nehme mir... Wollt ihr noch darüber was kaufen? Ja. Was sagst du nicht? Ich... Ah, ich hab leider nur so... Das ist ein Jetzt so drauf drücken. Nein! Nicht dahin drauf drücken. Was wollt ihr mit der Stinkbombe machen? Machen und so. Stinken lassen. Echt? Ja. Rauswerfen. Genauso wie ich machen damit eine kleine Kinderarmee und dann so. Habt ihr Erwachsene, die ihr verärgern wollt? Nein, so. Wir machen so eine kleine. 30, 50, 1 und 1 sind 2. Ja, Dankeschön. Ich mach Bombe, er Stinkbombe und dann so. Dann boom. 4 und noch eine gelbe und da haben wir 5 Stück. 50, so. Jawohl, danke. Tschüss. Ach, das war 2000, war das 200 Jahre. Jawohl. Jetzt sind wir jetzt 210 Jahre alt. Stark. Klasse. Totalzerstörung. War ja alles kaputt. Das war wieder aufbauen, das ist heute. War alles futsch. Ja, da war Fliegerbombe, oder? Nein, Schuss. Schuss war das. Am letzten Tag, vom Gernsheim eingenommen wurde, ist so geschossen worden. Und zwar mit Brandgranaten, ne, und das alles ab. Und die Amerikaner bloß mit Sprengkanade geschossen hätten, wäre alles stehen geblieben. Ne? Wäre zwar vieles kaputt gewesen, aber... Wo seid ihr dann, wo habt ihr dann gewohnt in der Zeit dann? Ah ja, wir haben ja, hier noch verschiedene Anwesen gehabt. Ich war nicht mitgekriegt, wie das... Ja, ich war ja in Gefangenschaft schon in der Zeit. Wo waren Sie in Gefangenschaft? Frankreich. Frankreich. Mein Vater wollte vom Kriegs nichts wissen.
Ja. Herr Medikus, recht schönen Dank für die ausführliche Information. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und dass Sie lange noch fit hier Ihren Mann stehen können, gell? Das wird, ja. Wird nicht mehr so lang gehen. So, vielen Dank. Was meinen Sie dann, wie alt ich bin? Och, Sie sind höchstens Anfang 70. Das meinen Sie. Wissen Sie, wie alt ich bin? Nee, sagen Sie es. 83. Boah, dann haben sie aber hier irgendein Zaubermittel, damit man so alt wird. Das müssen wir mal verkaufen. Ja. Also, Reflex mal kommen, dann kann ich Ihnen dann. Gott. Whoa, 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 whoa.